Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Heute... Trinker und Huren, die ihr Freunde nennt, könnten jetzt helfen. Heute werden wir definitiv ein paar Leichen... Leichen wir schon. Sklaven befreien. Wir befreien die Leichen. So, wenn das jetzt ein Grab ist, dann ich gar nicht mal so falsch. Wer ist das? Der letzte Überlebende? Der einzige Gefangene. Ihr habt die Schlacht doch nicht verloren. Wie soll man gewinnen, wenn die Hunde sich in den Bergen verschanzen? Sie verstecken sich und warten. Sehen uns jedes Mal kommen. Ich hoffe, der Mann der Elternin weiß, was er macht. Ja, wer braucht denn schon diese komischen Typen? Oh, okay. Ich brauch sie. Na gut. Ich wollte auch menschliches Schild machen. Ach komm, irgendwie funktioniert gerade gar nichts. Der klettert da einfach hoch. Und der sieht mich. Tolle Wurst. So, das ist nur meins. Vielen Dank. Schnell, in mein Büro. Und dann befreien wir den nächsten. So schwer ist das gar nicht, muss ich sagen. Also ich hätte nicht mal die Krieger gebraucht. Da wären vier Leute. Hätte auch einen Berserker-Pfeil schießen können, aber ich war mir zu fein. War mir einfach zu fein. Oh, guckt euch das mal an. Das könnte interessant werden. Nehmen wir zum Beispiel einen Berserker-Pfeil schießen. Wir hatten 100 Männer. Und wir konnten sie nicht mal sehen, um sie zu zählen. Kann ich dafür, dass meine Verbündeten so langsam sind? Jungs, kommt ihr? Alter, alles muss man alleine machen. Geht er alleine weiter? Bist du irgendwie ein bisschen blöd im Kopf? Okay. Du bist frei, Mann. Arme runter. Geh zum Büro. Du, mein Freund, du musst leider sterben, tut mir leid. Ich mag es nicht, wenn es rot auf der Karte ist. Huch. Was haben wir denn da? Hier, kletter doch hoch, Mann. Yeah, direkt einen Zong mitgenommen. Und der letzte befindet sich da hinten. Ich habe... Nee, du gehörst gar nicht dazu, ne? Handy Me Boys. Oh. Sollen wir das hier direkt mal mitnehmen? Ja. Vielleicht kommen wir dran vorbei und dann können wir es direkt mal einsammeln. Naja, er mochte die Taube auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Ja, da werde ich definitiv nicht hinrennen. Also nicht sofort. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Das Gebiet wird gut bewacht werden. Ihr wisst, wie es geht. Geht in Position. Kannst du dich einfach mal ranhängen? Der kann sich nicht ranhängen. Na gut. Dann kriegt er das auch so hin. Hupp. Easy. I've got a clear shot. Töte ihn wenigstens. Hey, hier drüben! Okay. Guck mal! Alter, sieht mein Kumpel doch! Danke, dass du meinen Plan verhinderst! Einfach danke! Ich liebe Assassinen, die mir helfen! Ich hasse dich jetzt schon, ganz ehrlich. Wie kann man so scheiße sein und seine eigenen Verbündeten so pranken? Ja, schön für deine Bombe. Jetzt komm! Ist nicht dein Ernst? Alter, jetzt, ich hab dich umgestoßen, Dude! Ah, ey, was ist heute los?
Es läuft einfach nichts nach Plan. Gar nichts. Absolut rein gar nichts. Das ist doch unmöglich. Danke. Trefft mich in meinem Büro. Oh, tschüss. Oh, meine Fresse. Wohin als nächstes? Das muss reichen für eine Nacht. Oder findet ihr Geschmack daran? Das war's? Kein Templer? Was ist mit dem Schlüssel? Der Templer hat sich nicht gezeigt. Ihr bekommt den Schlüssel nächstes Mal. Nein, Anto, es gibt kein nächstes Mal. Wenn ihr euer Gewissen entdeckt oder zugebt, wie sehr ihr den Schlüssel wollt, gibt es ein nächstes Mal. Okay. Das heißt, noch haben wir nicht bekommen. Noch haben wir nicht bekommen. Gut. Was zum Teufel? Ach, ich dachte, das wäre Wasser. Ich dachte, was macht eine Hütte im Wasser? So. Da ist der Kollege. Jetzt gib mir den Schlüssel. Er hat ihn wahrscheinlich irgendwo. Ihr kehrt zurück? Habt ihr doch ein Gewissen? Ich will meinen Schlüssel. Geduld ist eine Tugend. Erwartet ihr jemanden? Ihr bekommt den Schlüssel früher als gedacht. Helft uns, das Büro zu verteidigen. Die befreiten Männer helfen auch. Kann ich auch alleine, aber danke. So. Surprise! Gegen einfache Soldaten? Oh, gut. Ja, danke, dass du mich schlägst. Ich liebe meine Freunde. Meine Freunde sind echt die Besten. Das ist zu ruhig, das ist verdächtig. Es werden noch mehr kommen. Dezimiert sie vor dem nächsten Angriff. Vorrücken! Okay. 28 Sekunden zur Planung. Ja, cool. Die Töpfe haben mich aufgehalten. Hold that man. Verbündete zu weit entfernt, die wollte mich doch verarschen, ey. Neue Welle von Norden. Das wird einfach, ihr habt viele ausgeschaltet. Hör, was? Er hat mich verarscht, habt ihr es gesehen? Ich dreh durch. Also, ich weiß nicht, was heute los ist. Irgendwas stimmt heute nicht. Der Assassin's Creed Gott ist nicht irgendwie auf meiner Seite. Edward, erledigt so viele, wie ihr könnt vor der nächsten Welle. Ach, die laufen da schon hin. Dann laufe ich da hin. Hallo. Ah, wieso hab ich den Starken am Leben gelassen, ganz ehrlich? Willst du dich verarschen oder was? Alter. Warum läufst du da hoch? Hallo. Edward, ich bin froh, dass ihr gekommen seid. Tut mir leid, dass ich keinen Schlüssel für euch habe. Nein, der kann warten. Wer auch dahinter steckt, ich erteile ihm eine Lektion. Der Name des Templers lautet Kenneth Abraham. Er nimmt am laufenden Krieg gegen die Maroons teil. Doch wir waren standhaft und lassen uns nicht besiegen. Lasst mich einen Plan schmieden. Okay. Ich glaube, jetzt kommt die letzte Mission. Schon ganz gespannt. Dafür müssen wir allerdings wohin? Und dann nach oben. Ja, komm, was soll's. Da, hast du endlich einen Schlüssel für mich? Die List des Kommandeurs. Ich habe einen Plan, doch er wird nicht einfach.
Abraham hat beste Verbindungen und tiefe Taschen. Aber wir kennen einen Mann aus seinem innersten Kreis. Wir verfolgen ihn, bis er uns zu unserem Ziel führt. Lasst mich ihm ein Ende bereiten. Da kommt er schon. Hat der Typ einen Teppich an? Okay, eine Wache. Einfach töten und befragen. Befragen und töten. Ich glaub, die Reihenfolge, an der muss ich noch ein bisschen feilen. Sir, hübsche Nacht für einen Ball. Hübsche Nacht, um den nahen Sieg zu feiern. Wir sind in der Überzahl. Wir werden sie überrennen. Schade, dass sie nicht eingeladen sind, um uns beim Feiern zuzusehen. Wirklich. Da wollte ich vorauslaufen, sonst sehen die mich. Oh, das ist ein Sniper. Vielleicht sollten wir uns um den kümmern. Ich mach das schon. Nein, ich mach das schon. Ach, Mann. Officers, darf ich stören? Je mehr, desto besser. Ich komme gerade aus der Kaserne. Ich bin sicher, die neue Waffenlieferung wird unserem Problem mit den Maroons ein Ende bereiten. So ist es geplant. So ist es geplant. Denkt ihr, sie rechnen damit? Wahrscheinlich. Irgendwie tun sie das immer. Aber diesmal ist es uns egal. Ich glaube, ich bin auf dem falschen Haus. Und jetzt nach rechts gehen, bin ich am Arsch. Ich entschuldigt, ich habe noch etwas zu erledigen, bevor ich dem Fest beiwohne. Wir sehen euch dort. Na klar, ich bin auf der falschen Seite. Aber ich hab einen Typen geholfen. Ich sehe schon, wo es hingeht. Hier ist alles rot. Was hast du denn so Schönes für mich? Ach, 8600. Schwertsets. Benutze ich Schwerter überhaupt? Pistolensets. Ich benutze die eigentlich so gut wie gar nicht, ne? Monturen. Naja. Later, perhaps. Guten Abend. Wird der Commander heute auch teilnehmen? Ja, ich sprach gerade mit ihm. Er ist hier irgendwo. Der Kerl war die ganze Zeit unter unserer Nase. Wenn wir ihn überhaupt erkennen. WTF, habt ihr es gerade gesehen? Ich stand auf dem Heuballen drauf. Okay, hier ist auf jeden Fall nicht in der Nähe. So, Glöckchen ist am Arsch, das ist gut. Der Typ ist tot, das ist auch gut. Sagst du? Die heilen, voller Furchen. Furchenhaltung, Erdbeben, Mann. Die greifen aus Schluchten heraus an, aus Löchern und Höhlen, die durch Erdbeben entstehen. Mein Vater kämpfte gegen die Koromanten. Oh, sie haben gleich gefunden. Ist er wirklich so ein Krieger, wie alle sagen? Ich spucke auf ihn und auf seine Brüder. Er kann eigentlich nur da hinten sein. Es ist immer die Vorhut, vor der du dich hüten musst. Soll das irgendwie witzig sein? Nein, Mann. Hörst du das Armenhorn? Dann lachst du nicht, du rennst. Die sehen dich schon von Weitem kommen und erwischen dich völlig unerwartet. Aber unsere Waffen sind ihren überlegen, das zählt doch. Vielleicht, doch ich sag dir... Komm schon her, Mann. Dann pass auf. So, einer von euch sollte jetzt da hingehen und mal gucken, was da abgeht. Hunter, wie lange haben wir gekämpft? Eure Männer in den Bergen ohne nennenswerte Waffen. Und meine Armee hochglänzend. Und doch lebt ihr. Und ich sterbe. Euch fehlt die Überzeugung zum Sieg.
Yeah, Schlüssel. Danke. Wunderschön. Ja, entkommen ist einfach. Mission beendet. So, den Schlüssel haben wir jetzt. 3 von 5. Wow. Das geht schnell. Damit reisen wir zu unserem normalen Ziel. Wir können ja jetzt schnell reisen bis hierhin. Hahaha. Was? Ich kann sogar dahin schnell reisen, ne? Aha! Seht ihr mal, wie lohnenswert es ist, tatsächlich alles hier einzusacken. Dann sollte ich echt mal gleich wieder machen. So ein paar Türmchen einnehmen, damit ich schnell reisen kann von Insel zu Insel. Ah, es ist schon echt wichtig. Noch ein? Ein Rumflip diesmal. Und wo soll ich bitte frische Eier in diesem Loch finden? Hier gibt es kaum mehr als Pisse und Insekten. Ei, wir arbeiten dran. Oh, werte Lady, sagt, wie nennt man euch? Wenn Sie nüchtern sind. Und später Kanaille. Doch niemals Lady. Nun, gütigste Anne, ich... Ein Eimer Scheiße, habt ihr mich gehört? Ein Eimer beschissene Scheiße! Ja, vielleicht geht. Ein Trick, um uns einzuwickeln, bevor sie Nassau angreifen. Ihr werdet sehen, merkt's euch. Das ist kein Trick, Wayne. Ich habe es direkt aus dem Mund dieses Bermuda-Hauptmanns. Es gibt ein Generalpardon für alle Piraten, die sich stellen. Trick oder nicht, es ist wohl klar, dass die Briten nach Nassau zurückkehren. Und nicht ohne Waffen. Wir brauchen einen Plan. Komm mit uns, Kenway. Da braut sich was zusammen. Ach, Blackbeard. Die haben dich echt cool gestaltet, muss ich schon sagen. In Ermangelung paar viele Kanonen, aber naja. Tauchen wir besser ab. Keine Kaperfahrt und keine Gewalt. Tut nichts, was dem König sauer aufstoßen könnte. Das Sodbrenn des Königs juckt mich nicht im geringsten, Ben. Wird es aber, wenn er seine Truppen schickt, um die Reste von uns von dieser Insel zu tilgen. Sieh dich um, Mann. Willst du für diese Sickergrube sterben? Ei! Es ist unsere Republik. Unsere Idee. Ein freies Land für freie Männer. Vergessen? Es mag ein schmuddeliger Anblick sein. Aber ist es nicht trotzdem wert, dafür zu kämpfen? Ich bin mir nicht sicher. Denn wenn ich mir die Früchte unserer Arbeit so ansehe, sehe ich nur Krankheit, Faulheit, Dummheit. Es gibt kein bisschen Unterschied zwischen hier und London, oder? Patch hat recht, Mann. Mit etwas Abstand betrachtet, geht es uns doch gar nicht so schlecht. Es gibt Sonne, Rum und Vergnügen, soweit das Auge reicht. Ei, Nassau mag aus der Ferne gut aussehen. Doch an seinem Kern nagt Krankheit, die ich nicht ertrage. Krankheit kann geheilt werden, Ben. Wenn man nur die richtige Medizin hat. Aber Tote kann man nicht wiedererwecken. Ich glaube nicht, welcher Mist da über deine Lippen kommt. Dann nimm das Pardon noch an und vergiss es alles. Frieden, alle beide. Wir können beides erreichen, wenn wir gemeinsam vorgehen. Finden wir Medizin, die uns Linderung verschafft, aber ohne die Briten auf den Plan zu rufen. Wenn ich Blackbeard sehe, sehe ich, dass sie... Achso, der Typ ist umgefallen, weil er krank war. Sehe ich eine Seefahrt. Wir laufen auf das Schiff zu. Warum? Mich dünkt, der nächste Doktor sitzt gemütlich in Havanna. Kein Ort, den ich aufsuchen möchte. Die spanische Flotte, die vor 2 Jahren sank, hatte Medizin an Bord. Alles versiegelt in Glasampullen. Du brauchtest eine Tauchglocke, um so tief zu tauchen. Ei, und mit etwas Geld und Vorräten kann eine Tauchglocke nicht schwer zu beschaffen sein. Diesen Plan kann ich unterstützen. Medizin finden, ohne Ärger zu beschwören. Einverstanden, Thatch. Die Ratten. Ei. Ich treffe euch bei den Wracks, sobald du bereit bist, Kenway. Die Ratten bringen die Krankheit. Denk daran, Thatch. Lass die Kanonen verkorken. Pass auf, Ben. So, Dude. Nur wir beide.
Achso, ich höre. Höchstwahrscheinlich soll ich jetzt so ein Ding ins Kichchen kaufen, ne? Hä? Was? Wo soll ich jetzt genau hin? Was ist mein Auftrag? Soll ich mir erstmal eine Tauchglocke kaufen und dann gucken, was passiert? Eine Tauch... Ach so. Eine Tauchglocke kaufen. Ich sehe es schon. Lesen muss gelernt sein. You require my services? So. $5,000 von meinem eigenen Geld. So, ich sollte ja mal gucken wegen stärkeren Rambos. Ja, gut, okay. Ja, er war billig. Komm. Ja, einen konnte ich kaufen. So, was ist das denn jetzt? Ach, Tauchglockmission. Wrack der Atosha. Okay, ich verstehe. Das sollte ich auch machen, hast du gesagt. Gut. Weiß ich Bescheid. Wracks erkunden. You have my thanks. Zum Glück habe ich mir keine Waffen gekauft. Das hätte nach hinten losgehen können. Jetzt habe ich hier so einen riesigen Rambock, Alter. Hört sich an, da kann ich sogar aufklettern. Oder auch nicht. Fakt ist aber, ich muss in See stechen. Captain steuert selbst. In See stechen. Schnellreisemenü öffnen. Okay. Achso. Ja. Ich hab's verstanden. Wenn ich nach unten gedrückt hätte, hätte ich eine Schnellreise gemacht. Das ist okay. Ja, vielleicht lande ich ja trotzdem automatisch da. Das wäre schon echt cool. So, wo müssen wir genau hin? Gut, da gibt es leider keine Schnellreise hin. Keine so weite jedenfalls. Oder kurze. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen beim Wrack wieder. Und sollte euch diese Folge gefallen haben, dann gebt mir doch einen Like. Das supportet meinen Channel und es motiviert mich für mehr. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Serum. Tschüss.